der Sevansee im Norden Armeniens. Wie ein Stück Himmel, das mitten ins Gebirge fiel. Ich treffe einen alten Freund, Gilbert Minassian, auch genannt Levon, Hovsep Hovsepian oder Shishko, der Dicke. Heute ist er Oberst. Seit über 30 Jahren ist er bei allen Kriegen Armeniens dabei. Ein Toast zu seinen Ehren, bevor es wieder zurückgeht an die Front. Mit dabei seine alten Waffenbrüder, sein Sohn und einige Freiwillige aus Marseille. Erneut bedroht der Feind Aserbaidschan die Grenzen Armeniens. Und so ist der Oberst AD wieder einmal im Dienst. Seit einigen Monaten arbeiten wir hier an der Grenze und errichten Verteidigungsposten. Anfangs waren wir 60, heute sind wir 120. Ja, die Lage ist schwierig. Überall an der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien. Es gab Druck. Es gab Angriffe, Scharmützel und Truppenaufmärsche auf der Seite Aserbaidschans an mehreren kritischen Punkten unserer Grenze. Das lässt nichts Gutes vermuten. Der Ararat, das Grenzgebirge, wo nach der Legende die Arche Noah strandete, war der Schauplatz sämtlicher Invasionen. Der Araber, der Osmanen und heute der Aserbaidschaner. Mir kamen diese Kirchen immer vor wie wohlwollende Wächter, wie Grenzsteine, wie Orte der Erinnerung der armenischen Seele, unauslöschlich eingemeißelt ins Gestein seiner Berge. Diese Steinkreuze bewachen heute unsere Grenzen. Es scheint, als würden diese Steine schreien, singen, ja sogar läuten. Steine sind ein interessanter Part der armenischen Geschichte. Steine in Form von Kirchen, Klöstern und Festungen. Und dann natürlich Steine als Schützer unserer Grenzen. Trotz aller Kriege und trotz allen Verrats ist Gastfreundschaft im Kaukasus Pflicht. In diesem Land der Steine und uralter Weinberge sagt man dazu Yrasirel. Ein schönes Wort, schön wie ein Gedicht. Es bedeutet seinen Gast lieben. Eine Tradition stärker als der Krieg. Darauf einen Cognac aus der Region. Wir zeigen uns immer dankbar für unsere Freunde. Wir heißen sie willkommen. Gott bringe unseren Herzen und unseren Grenzen Frieden. Amen. Die Grenze zur Türkei. Eine heiße Grenze. Aserbaidschan und seine Schutzmacht Türkei träumen von einer Vereinigung beider Länder, wenn nötig mit Gewalt. Denn die Welt hat den Blick abgewandt. Die Armenier müssen alleine kämpfen. Das hat Gilbert Minassian schon lange begriffen. Nach Armenien kam er Ende der 80er Jahre, auf abenteuerlichen Wegen. Es ist der Beginn einer Legende. Ich hatte lebenslänglich gekriegt. Ich kam nach Armenien, weil man mir vorgeworfen hatte, ich hätte einen Panzerwagen der Post für die Niederlassung der Marseiller Zentralbank gekapert. Aber diese Vorwürfe habe ich stets widerlegt. In Marseille streitet Gilbert Minassian, der armenischer Herkunft ist, für die Anerkennung des von der Türkei begangenen Völkermords. Man verdächtigt ihn der Beteiligung am Überfall auf einen Postwagen. Im August 1984 wird er verhaftet. Die Justiz sieht darin einen Versuch zur Finanzierung der illegalen armenischen Organisation Azala. Mit gefälschtem Pass flieht Gilbert 1987 bis nach Armenien, dem Land seiner Vorfahren, das er noch nie zuvor betreten hat. Frankreich verurteilt ihn in Abwesenheit zu lebenslanger Haft. Er muss sich neu erfinden, weiterkämpfen. Da bin ich in Armenien angekommen. Da hatte ich ein kleines Zimmer in der Rue Orbeli in Erivan. Das war 1990.
Meine Uniform trage ich immer noch. 32 Jahre später. Bei seiner Ankunft in Erevan erlebt Gilbert staunend den Zusammenbruch der Sowjetunion. Die Menge holt Lenin vom Sockel. 1991 erklärt die Sowjetrepublik Armenien sich für unabhängig. Doch im benachbarten armenischen Bergkarabach, das Stalin Aserbaidschan einst schenkte und das ebenfalls seine Unabhängigkeit und die Wiedervereinigung mit Armenien fordert, bricht Krieg aus. Eingekeilt zwischen den turksprachigen Bruderländern Türkei und Aserbaidschan ist das christliche Armenien ein veritables geografisches Unikat mitten im Kaukasus. Die größere und besser ausgerüstete Armee Aserbaidschans überzieht die armenischen Dörfer Bergkarabachs mit Krieg. Ein ungleicher Kampf. Die Schlacht schien verloren. Das einzige Bündnis für mich zu der Zeit war das mit einem großartigen Kommandanten, einer Symbolfigur der armenischen Geschichte, Leonid Asgaldian. Wir haben gemeinsam eine Armee aufgestellt, eine Befreiungsarmee. Gilbert und Leonid Asgaldian, ein Universitätsprofessor, begegnen sich in Erevan. Der junge Mann aus Marseille und der armenische Intellektuelle verstehen sich auf Anhieb und gründen gemeinsam die armenische Befreiungsarmee, die Vorläuferin der zukünftigen nationalen Armee. Der führende Kopf. Das war der Kommandant. Und ich war seine rechte Hand. Wir haben uns einfach so verstanden. Ich sprach kein Armenisch und kannte das Land nicht. Wir hatten keine Waffen. Naja, hier und da ein paar, aber das war lächerlich. Zwischen Armenien und Aserbaidschan herrschte ein ungleiches Kräfteverhältnis, genau wie heute. Und auf diese Situation musste man reagieren. Und die erste Reaktion war, Männer auf diese Kämpfe vorzubereiten. Vor 30 Jahren filmte ich sie im Gebirge von Bergkarabach. Mit Waffen, die sie dem Feind Aserbaidschan abgenommen oder von den Russen gestohlen oder gekauft hatten. Armenische Bauern wurden zu Soldaten. Leonid, der Professor, sollte die Männer ausbilden. Und Gilbert, der Junge aus Marseille, organisierte mit Hilfe seiner Netzwerke an Auslandsarmeniern die Logistik. Dieses Zusammenspiel sollte den Verlauf der Schlacht ändern. Man muss bescheiden bleiben. Sehr, sehr viele haben ihr Leben gelassen, die man nicht so kennt wie mich. Ich habe eine Region befreit, die hieß Kalbatschar. Wegen sowas wurde ich zum Kommandanten des Selbstmordkommandos, das die aserbaidschanische Offensive 1992 aufhielt. Ich habe viele ruhmreiche Taten vollbracht, aber als Vollzeitsoldat kommt das schon vor. 1992 tragen Gilberts Kameraden ihm den Posten seines Freundes Leonid Asgaldian an, der im Kampf gefallen ist. Ich habe gesehen, wie er die Männer zum Sieg führte. Nach 4 Jahren Krieg mit ungewissem Ausgang befreien die Armenier Bergkarabach. Die größere und besser ausgerüstete Armee Aserbaidschans ist geschlagen. Die schreckliche Bilanz, über 30.000 Tote. Heute bin ich Oberst der armenischen Armee. Als Oberst AD bin ich strikt gegen alles Militärische. Das heißt ganz einfach, ich will keinen Krieg führen. Ich hasse alles, was mit Krieg zu tun hat. Aber ich muss mich verteidigen. Ich muss mein Volk verteidigen. 1994 beginnt mit einem Waffenstillstand eine lange Periode von weder Frieden noch Krieg zwischen den verfeindeten Nachbarn. Während dieser ungewissen Zeit eröffnet der arbeitslose Soldat in Erevan ein Restaurant mit dem treffenden Namen Monte Cristo. Alle Franzosen der Hauptstadt sind bei dem berühmten Flüchtling zu Gast, selbst aus der Botschaft, auch wenn die Justiz noch immer nach Gilbert fahndet. Und natürlich enden die Mahlzeiten stets mit einem Boule-Spiel unter Freunden. Musik.
In Erevan regiert die Unbeschwertheit. Baku mit seinem Ölreichtum aber rüstet auf, sinnt auf Rache und will Revanche. Madiros Badaljan, ein emeritierter Maler der Akademie der Schönen Künste, war Zeuge der Ankunft des Mannes aus Marseille und erzählt stets gerne, wie viel er von ihm hält, auch wenn sein Freund eher Kitsch mag. Die bescheidene Ankunft seines Helden hat der Maler nie vergessen. Ich sah einfach nur einen jungen, intelligenten Mann. Als ich ihn zum ersten Mal sah, war er noch ganz neu in Armenien und sprach noch nicht mal Armenisch. Eigentlich sprach er überhaupt wenig. Er war aus Frankreich geflohen. Ich denke, er durfte gar nicht hierher. In Frankreich war er wohl im Gefängnis. Er ist also hierher geflohen, aber davon erfuhr ich erst später. Er selbst hat mir das nie erzählt. Diese Jungs, diese Kämpfer, die setzen kein Geld aufs Spiel, sondern ihr Leben. Ja, die setzen ihr Leben aufs Spiel. Und deshalb habe ich zu ihren Ehren ihre Fotos, ihre Porträts dort an die Tür geklebt. Nur sehr wenige sind fähig, ihr Leben für ihr Vaterland zu riskieren. So ist das. Erneut zieht ein müder Oberst an die Front. Gebeugt, vielleicht von der Last der Erinnerungen. Zweimal wurde er verwundet. In 4 Kriegen war er in den letzten 30 Jahren dabei. Der Frieden dauert nicht im Kaukasus. Wieder hat er seine Männer um sich geschart. Die heutige Mission: Vorbereitung der Verteidigungslinien. Gilbert lässt seinen Sohn Garabet graben. Wie der Vater, so der Sohn. Viele meinen, 67, da hat man schon viel auf dem Buckel. Naja, da muss ich schon lachen. Sicher habe ich Probleme. Ich bin nicht mehr so wendig, so auf Zack. Strotze nicht mehr so vor Kraft wie noch vor 25 oder 30 Jahren. Schon richtig, schon richtig. Aber dann sage ich zum Spaß, wir alten Recken, die nicht mehr in der Blüte ihrer Jugend stehen, die älter geworden sind, wir sind im Kampf die Besten, weil wir nicht mehr rennen können. Wir bleiben dort und kämpfen bis zum bitteren Ende. An dieser Front stehen sich die beiden verfeindeten Armeen aus Armenien und Aserbaidschan gegenüber. Die Männer und die Kanonen sind am Bergrücken verschanzt. Wie versprochen, filme ich ihre Stellungen nicht. Zurück geht es ins Dorf, wo die Bauern wieder einmal zu Soldaten werden. Wir teilen mit den Aserbaidschanern eine lange Grenze. Vor 2 Monaten haben sie angefangen, unsere Häuser zu bombardieren. Da haben wir erst mal die Frauen und die Kinder evakuiert und sind dann mit den Männern aus dem Dorf, unseren Soldaten, an den Stellungen zu Hilfe geeilt. Der Feind hat gehofft, er könne uns Angst einjagen, uns demotivieren, aber weit gefehlt. Im Dorf ging das normale Leben weiter. Jeder ging zurück an seinen Platz. Wir leben zum Schutz unseres Landes. Trotz aller Angriffe und Provokationen kann kein Feind hoffen, dass wir aufgeben und ihnen unser Land überlassen. Armen hat den Hof seines Vaters übernommen. Er hat geschworen, dieses Land niemals zu verlassen. Als Freiwilliger der ersten Stunde war er bei allen Kriegen des Obersts dabei. Um sein Land zu schützen, würde er mit ihm durch die Hölle gehen. Eines Nachts im 40-Tage-Krieg hatten wir mal einen Einsatz. Und er, trotz seines Alters und seinem derzeitigen körperlichen Zustand, hat sich mit uns seine kugelsichere Weste angelegt. Aber natürlich kriegte er die nicht zu und er meinte, bring mir mal das Paketband.
Und damit habe ich ihn eingewickelt und dann ging es gemeinsam ab an die Front. Wir haben unsere Stellung direkt unter dem Kreuz in Shushi eingenommen. Mit dieser Geschichte will ich einfach sagen, dass dieser Mann alles ist für mich. Wenn ich sage, Kommandant, denke ich sofort an ihn. Gilbert hat mir früher erzählt, er wolle nicht heiraten. Kämpfer heiraten nicht. Der Befehl kam dann von seinem Vorgesetzten, dem Verteidigungsminister. Und zu seinem großen Glück hat er gehorcht und das Herz von Lucine erobert. Die Schöne und der Held. Nicht immer einfach. Ich bin keine sehr glückliche Ehefrau. Denn glückliche Ehefrauen sind die ganze Zeit über bei ihrem Mann. Sie fahren gemeinsam in Urlaub, kümmern sich gemeinsam um die Probleme der Kinder. Aber mit einem Mann wie Gilbert an meiner Seite bin ich eine sehr glückliche armenische Frau. Juni 2013, ein sonniger Tag. Es gibt Neuigkeiten. Gilbert darf zurück in die Heimat, nach 26 Jahren im Exil. Endlich ist die Tat verjährt. Er dachte, es sei schon nach 20 Jahren soweit. 26 hat es am Ende gedauert. Zu lange für seinen kranken Vater in Marseille. Die Rückkehr war auch bitter. Da herrschte große Freude, aber auch großer Schmerz, weil mein Vater gestorben war. Jahrelang hatte er auf mich gewartet. Er war krank und wartete auf mich. Er hielt durch, in der Hoffnung, mich hier wiederzusehen. Und deshalb galt mein erster Besuch meinem Vater auf dem Friedhof von Marseille. Können Sie sich vorstellen, ein Mann, der 26 Jahre lang seine Eltern nicht sehen kann? Es gab nur eine Möglichkeit, dass seine Eltern hierher kommen. Und als sein Vater im Sterben lag, konnte er ihm noch nicht mal ein Glas Wasser reichen. Guten Tag, danke, dass Sie hier bei uns sind auf France 3, Provence-Alpes. 1987 musste er vor der Justiz aus Frankreich fliehen. Das Urteil lautete auf lebenslänglich wegen Überfalls auf einen Postwagen. Seit gestern ist Gilbert Minassian zurück in Marseille, nach 26 Jahren im armenischen Exil, wo er heute ein Nationalheld ist. »1920 fand Garabet Minassian, Gilberts Großvater, wie zehntausende armenische Flüchtlinge vor dem Völkermord Zuflucht in Marseille, nur mit den Kleidern am Leib. Also erweist Gilbert zurück aus dem Exil am ersten Tag den Toten die Ehre. Seinem Vater, den Opfern des Völkermords und seinem Vorbild Missak Manouchian, dem Helden aus der Résistance, dem Widerstandskämpfer, der für Frankreich gestorben ist und der sagte, das Wichtige im Leben ist nicht die Zeit, sondern wie man es nutzt. Ich bin zu 100% Franzose, zu 100% Armenier, zu 100% Marseiller. Das bedeutet, wenn Frankreich morgen ein Problem hat, dann werde ich für Frankreich kämpfen. Das bedeutet, wenn Armenien heute ein Problem hat, dann kämpfe ich für Armenien. Der kann nicht in Ruhe zu Hause bleiben. Wenn an der Front was los ist, muss er bei seinen Soldaten sein. Bei Kanonendonner in den Bergen Armeniens oder wenn ein ehemaliger Waffenbruder ruft, sagt Gilbert Marseille lebewohl und fährt zurück nach Erevan. Der Oberst leitet auch das Veteranenbüro. Seine Kameraden lässt er nie im Stich. Er ehrt die Lebenden wie die Toten. Wenn man sagt, Krieg, das ist eine Sauerei, ganz klar. Das ist fürchterlich. Wenn ein Kämpfer oder ein junger, ein 18- oder 20-jähriger Soldat fällt, das ist schlimm, denn in jeder Familie scheint eine Sonne. Und eben diese Sonne der Familie erlischt dann. Ein Hauch von Weihrauch und frischen Blumen weht über dem Soldatenfriedhof. Mein Sohn, mein Bruder, mein Verlobter, mein Ehemann, mein Freund.
Das Weinen, die Worte, die ich höre. Hier liegen 3.000, 4.000 gefallene Soldaten. Der 45-Tage-Krieg im Oktober 2020 brachte Feuer und Verderben nach Bergkarabach. 45 Tage hielt Armenien den Angriffen Aserbaidschans stand, das unterstützt wurde von der Türkei und Söldnern des IS. Moskau trieb sein Spiel und griff nicht ein. Kindergesichter in Stein gemeißelt. Lachende Gesichter mit Helmen. Keine 20 waren sie. Eine Generation gezeichnet auf immer. Heute, 30 Jahre nach seiner Unabhängigkeit und 2 Jahre nach einem verlorenen Krieg in Bergkarabach, ist Armenien auf sich alleine gestellt. Moskau wütet in der Ukraine und macht im Kaukasus mit der Türkei gemeinsame Sache. Und Europa unterzeichnet einen wichtigen Gasliefervertrag mit Aserbaidschan. Gas, Öl und Verrat. Die Zahlen, die der Militärausbilder ruft, ein düsterer Countdown. Man muss trainieren, sich vorbereiten. Es ist an der Zeit. Ich habe ein Kind. Das ist 1 Jahr und 2 Monate alt. Es ist jetzt bei seiner Großmutter und erwartet mich um 10:30 zurück. Mein Platz ist bei meiner Familie, bei meinen Kindern. Aber der Feind hat unsere Grenze angegriffen, ist in unser Land eingefallen. Meine Familie braucht Schutz. Deshalb muss ich als Frau und Mutter bereit sein, unsere Grenzen zu schützen. Mütter, Schwestern und Töchter trainieren, bereiten sich vor. Bereit, an der Stelle der Männer zu kämpfen, mit dem Gefühl, dass die letzte, die ultimative Schlacht näher rückt. Der 26. September 2020 war mein Hochzeitstag. Tags darauf, am 27., brach der Krieg aus. Mein Mann und mehrere meiner Angehörigen zogen zur Grenze. Ich habe Gewehre nie gemocht, aber Waffen haben einen Grund, einen Sinn. Und deshalb halte ich sie in der Hand, deshalb bin ich hier. Die Khatschkars, die gemeißelten Kreuzsteine, künden von der Zähigkeit und der Kraft des armenischen Volkes. Hier sagt man, unsere Berge, das sind wir. Ich bin jetzt 67. Die Jahre sind nicht spurlos an mir vorübergegangen. Aber der Wille ist noch immer da. Der Wille, mein Land zu verteidigen, mein Volk. Damit es nicht das Gleiche durchmacht wie meine Vorfahren, meine Großeltern, meine Ahnen. Mit dem Völkermord von 1915. Denn was 2020 geschah, war der Versuch, 1915 zu wiederholen. Am Völkermorddenkmal hallen die fürchterlichen Worte Recep Erdogans noch nach. Es ist an der Zeit, denen, die dem Schwert entkommen sind, den Rest zu geben. Damit wollte er wohl sagen, den Überlebenden des Völkermords den Rest geben, den Armeniern den Rest geben. Und so stehe ich leider jedes Mal, wo Einsatz gefragt ist, am Ende wieder an der Front. Als die Nacht hereinbricht in Erevan, hofft mein Freund Gilbert, der Armenier aus Marseille, wie ein treuer Wächter, dass noch einmal ein neuer Morgen graut über dem Land seiner Ahnen.